So. Ah, und ist weg. Sehr interessant. Chang, hast du jetzt vielleicht wahrscheinlich gerade jetzt die geilste Rüstung? Nee, oder? Nein. Das gibt's doch nicht. Okay, was hat er? Was haben wir? HP-Bonus, 5 HP, 12 SP und Critical Hit. SP-Bonus. Critical Hit hat er quasi das gleiche. Nur HP auf Level 3 statt SP auf Level 3. Und den SP-Bonus statt dem HP-Bonus. Ah, Mann, die muss ich haben. Die müssen wir haben. Scheiße, das ist so... Das war so klar, dass dieses Scheißspiel uns jetzt diese verkackte Rüstung dahinsetzt und die noch so fickend teuer ist, ey. Ja, hier kriegen wir dann nochmal gut 1000 raus. Na. Fehlen aber immer noch ein paar Zahlen, damit wir uns die Rüstung leisten können. Müssen wir mal überlegen, wie wir das Ganze dann anstellen, was wir verkaufen, weil ich will die Rüstung auf jeden Fall haben. Und wenn wir rausgehen aus dem Dorf, dann ist sie natürlich weg, ne? Das war ja klar. Muss ja so sein. Hauptsache, schön den Spieler trollen. Ey, eigentlich müsste statt diesem Icon von dieser Rüstung so ein richtig schönes Troll-Face hin, ey. Darf doch nicht wahr sein. So, ich habe mir jetzt mal hier so einen Taschenrechner geschnappt. Eine Taschenrechner. Ich habe sogar Licht an, ausnahmsweise. Und da geben wir mal einen 8408 minus. Die Rüstung gibt 1079. Brauchen wir noch 7329. Wir haben 1639. Brauchen wir noch 5690. 5690, da nehme ich mir geschwind einen kleinen Zettel und schreibe mir das auf. 5690. Dann schauen wir mal. Wir haben noch hier zwei Magie-Abwehrtränke. Das wären 64. Brauchen wir noch 5626. 5626. Ja, das ist natürlich nichts mehr. Und bei dir haben wir auch nur noch... Ah, guck mal, hier, da ist ja noch was. Das ist 1, 2, 3, 4... 8 mal 32 ist 256 und 5626 minus die Antwort ist 5370. Brauchen wir da noch. Na, schau, ich verkaufe die erstmal noch nicht, sondern wir überlegen erstmal, wie wir an das scheiß Geld kommen. Die Kristalle, die bringen es auch nicht wirklich. Aber irgendwas müssen wir halt noch verkaufen. Wir haben hier noch einen Haufen kleine Heiltränke. Eins, zwei. Ja, wenn das Geld kriegen wir quasi nachher schnell zusammengefahren mit den grünen Slimes und so und relativ gefahrlos. Das heißt, alle Tränke können wir verkaufen, dann kommen wir nicht auf die 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 mal 8 minus 28 mal 8 5146. Ei, ei, ei.
Ah, nee, da müssten wir. Ja, komm, verkaufen wir die Berserker-Axt, ist klar. Aber das sind alle so schöne Sachen, wenn man. Okay. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob wir ausnahmsweise den Glitch benutzen, um an das Geld zu kommen. Wäre wirklich total gegen meine Prinzipien, weil man das einfach nicht macht. Aber diese Rüstung, Alter, die brauchen wir. Wir haben nur drei Verteidigungen, damit würden wir sofort den Endboss kaputt machen können. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Ich lege den Taschenrechner mal beiseite und gespeichern. Müssen wir mal ausprobieren. Hier ist alles voll, okay. Einfach mal hier mit so einer Transportrolle. Ach, das geht nicht, dann eben mit so einem kleinen Mana-Trank. So, wie war das jetzt dann? Hier? Austauschen und hier drauf? Und jetzt schließen. Haben wir jetzt hier einen kleinen Mana-Trank. Das ist ja total super. Hä, wie war denn das nochmal? Auf jeden Fall muss man da die Sachen ersetzen. Nehmen wir mal hier diese Magie-Abwehrtränke. Ist etwas auffälliger dann. Kann man nicht hier? Muss man das nicht irgendwie. So machen? Jetzt da einmal durch. Und jetzt haben wir das gleiche wie vorhin. Einfach nur die Position getauscht. Wie war das? Probieren wir es nochmal. So, von der ersten Seite da rein. Sortieren. Einmal durch. Dann von oben hier lang und noch mal durch. Irgendwie macht das ja keinen Sinn. Gottchen, wie war dieser verdammte Glitch noch mal? Setzen wir erstmal hier die ganzen kleinen Heiltränke nach oben. Dass man nicht die großen da kaputt haut, theoretisch. So. Ah, Moment, das war glaube ich so, ne? Genau. Okay. Dann nehmen wir. An 5300 nehmen wir einfach mal die, nicht die Berserker-Axt, ist zu teuer. Hier die Superrüstung. So, dann hier und dann hier rüber. 3000, 4000. 5000. So.
Perfekt. Eieieiei, warum mache ich das? Kann man eigentlich auch hier gleich. Werden wir auf jeden Fall nicht öfter machen. Ist nur jetzt, damit wir uns diese tolle Rüstung da kaufen können. 7000, 8000, ja genau. Na, wenn wir jetzt hier noch nachfüllen, wird das Ganze natürlich etwas teurer. Selbst wenn wir jetzt noch da was verkaufen. Na, es reicht es natürlich nicht. Hätte ich jetzt einfach nicht die Heiltränke kaufen sollen, Mann. So. Dann nehmen wir das Zeug mit. Latschen zu Chang und hoffen, dass es reicht. Wahrscheinlich nicht. Ah, da bist du. Eieiei. Was wir alles für so eine olle Rüstung machen. Ist das schon fast irgendwie nuttig. So, und das weg. Oh, das reicht immer noch nicht. Bäh. Mäh. Wie viel braucht man da? Ah, 207. Nochmal den Glitch anwenden oder was? Nee, haben wir da nicht noch irgendwie. Was? Ich will nicht nochmal. Ich will nicht cheaten. 200. Nee, ja, komm, dann müssen wir einmal kurz irgendwas ganz Kleines. Was ist denn hier nicht viel wert? Die Kette des Segens. So. Und wieder anlegen. Und zu Chang latschen. Das Geilste wäre es natürlich, wenn da dieses Tor wäre und wir auf dem Weg zu Chang mit genügend Geld dann da reinlaufen und dann die Rüstung weg ist. So, endlich. Sortieren. Kriegen wir halt weniger SP nach dem Kill, aber kann man eventuell später noch hoch verzaubern. Okay. Dann speichern gehen. Aber zack, zack. Sehr gut. Und wieder hier Skills verteilen. Und dann geschwind überlegen, wo es denn jetzt hingeht. Mit besseren Rüstungen gehen wir mal in die Höhle der Geheimnisse. Und versuchen da nochmal unser Glück. Wahrscheinlich wird das eher Unglück, aber naja, man kann es ja mal probieren. Sind wir auch schon fast wieder voll. So, dann können wir die hier auch eigentlich skippen. Ja, hallo Slimes, viel Spaß, tschüss, frohe Weihnachten, schöne Ostern und viel Spaß im neuen Jahr. Gino-Gebirge und gehen in Norden. Ach, die Musik ist so toll. Ist immer ganz lustig, wenn ich das Internet, also den Browser aufmache, Firefox natürlich, mal davon abgesehen, dass ich irgendwie über 60 Tabs immer offen habe, ist ganz lustig, wenn
Arcus, das lädt ja von alleine quasi. Und dann ist man ja in dem Menü, was man zu Beginn der Aufnahmen gesehen hat. Sonst starte ich ja immer erst im Dorf. Ich hoffe, das ist eigentlich ganz recht so. Aber ist ja eh nichts Großes. Muss ja nur kurz die Sprache auswählen und dann, was man auch passiert, wenn man eben gestorben ist. Auf jeden Fall lädt es ja von alleine dieses Menü mit den Sprachen und so. Und dann fängt auf einmal diese Musik an. Diese epische Musik. Und wenn man dann gerade schon irgendwie ein Video geladen hat und sich das anschaut, und dann kommt es manchmal zu ganz lustigen Zeiten, die Musik ist ja auch so episch. Ja, dann fängt irgendwie so ein kleiner innerer Monolog an, wenn jemand irgendwie in Einkaufsladen rein spaziert oder so, und dann kommt es. Ja, da entstehen lustige Momente. Könnt ihr ja mal probieren, einfach mal einen Tab mit Arcus immer offen haben und dann mal schauen, wann die Musik einsetzt. Dann muss man natürlich das Spiel starten. Ist man im Dorf, dann geht man ins Menü. Hier und stellt da unten den Regler der Musik auf 0. Zieht den rüber. Wie viel Schaden machst du denn? Mach mal. Hau mal drauf. Block. Ja, natürlich, das war mir bewusst. Und jetzt bitte richtig 5. Okay. Ich glaube, die Level 7 Bogenschützen haben irgendwie 4 oder so gemacht. Kann mir ja gleich meinen kleinen Vergleich ziehen. Ach, da ist gerade. Haben wir schon alle weggehauen. Ich sehe auf einmal so stark. Nicht rausgehen. Komm her. Ui, am Tannenbaum vorbei. Fehlt nur noch so eine schöne Schneelandschaft hier. Das wäre auch ganz lustig. So, du Bogenschütze, triff mal. 2. Okay. Haben wir da den Schaden quasi halbiert. Das ist das Wort. Wir müssen nach oben. Na, ran hier. Na, verdammt. Und euch hier auch noch. Versteckt dich nicht in deinem Baum. Komm her. So, das Feld da rechts lassen wir mal aus. Also mit der Rüstung geht es auf jeden Fall schon mal besser voran. Nein! Verdammt! Wir nehmen auch kaum Schaden. Yeah! Aber Magieschaden nehmen wir immer noch. Und Knorrschaden natürlich auch. Oh, ein Buch. Yay. Hier war doch noch jemand, oder? Haha, hab dich.